Killratte ist wohl der allerbeste Freund von Maniac Extreme, um deine Frage zu klären, Knusper. Hey Knusper, jetzt musst du aufpassen, was du in-game schreibst, wir sind Schiedsrichter. Okay. Jetzt nicht schreiben, boah, Mothership. Wäre aber geil. Wenn du nach 2-3 Minuten, wenn du nach 5-6 Minuten trinkst, und da kommt der Flottensignalgeber. God damn, where's the mothership? Runde 3 im Finale zwischen Team GamersLeague.no gegen Team Empire. Team Empire bestehend aus Qubit und Aristeo in Form eines türkisen Zerg und einem blauen Terraner in der nördlichen Position von hoher Orbit. GamersLeague.no bestehend aus GL Richie und GL Snoot. Südlich als grüner Protoss und roter Zerg. Wir sehen eigentlich. Wie heißt das? Wie heißt der Cup noch? Der Cup ist der in StarCraft Tour and Two Cup gesponsert, beziehungsweise. Gesponsert, sag mal gesponsert. Reise gesponsert von CaseKing.de. Egal. Der CaseKing 2&2 in StarCraft Cup. Jetzt hat's passt, oder? Das kann sich keiner mehr beschweren. Dass er nicht oft genug erwähnt wurde. Und ich trinke Fenchelkümmel-Anis-Tee vom Aldi. Parallel hier jetzt der Scout von Aristeo, der ein ziemlich standardgemäßes, ich glaube 13 Gate war es, sieht und sieht, dass Snoot noch nicht einen Pool gebaut hat und expanden möchte. Wir sehen von GL Snoot eine Fast Expansion bei 16 Supply, gescoutet von Aristeo. Wie reagieren sie darauf? Aristeo hat seinen Pool schon im Bau bei geschätzte 13, 14 Supply und Gas so gebaut, dass es wohl relativ früh Speedlinge reichen wird. Ächzen sie gegen oder kommt der frühe Push? Ich finde es ja hier in Form für den Zerg relativ schwer zu halten, die Expansion, da längere Fußwege, offener Eingang, generell hier relativ offenes Gebiet am Anfang noch schwer zu verteidigen. Später natürlich cool, weil Flankenangriffe en masse möglich sind. Oh, Masse ist voll das geile Wort, versteht wahrscheinlich die Hälfte nicht, wenn sie nicht aus meinem Eck Deutschlands kommt. Flankenangriffe ohne Ende. Lol, der Marine! Ach so, das war eine gegnerische Sonde. Ich dachte, das wäre ein gegnerischer Marine, der einfach mal in der Basis von Team Empire rumgammelt. Nee. Okay, jetzt kommen 6 Länge und ich könnte auch schwören, dass die 6 Länge direkt zu der momentan nicht mehr vorhandenen Echse von Snooter gehen. Und sehen, dass er keine Echse mehr werden ist. Und die werden sich ganz schön wundern, wo das Hauptgebäude hin ist. Die werden sich fragen, ja. Ja, ich sehe jetzt gerade die. Oh, was ist das denn? Keine Echse? Scheiße, ey, was sollen wir jetzt machen, ey? Wir sind 6 Zerglänge und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Gehen einfach mal noch geradeaus, die Wall steht noch nicht und die können durchlaufen. Run-by von Aristeo oder auch nicht. Der nimmt jetzt hier den Pylon auseinander, der ihm aber nicht viel bringt, weil hier noch ein Sicherheitspylon ist, der dieselben Gebäude bestromt.
Giorici muss jetzt schon Drohnen hinzuziehen, also aus der Fast Expansion Variante. Entschuldigung, das war ein echter Fail. Ich weiß jetzt nicht, ob das so angetäuscht war mit Absicht hier von GL. Es wirkt jetzt aber im Endeffekt nicht so. Was hat sie dazu bewogen, die Expansion abzubrechen? Ja, aber ich das wüsste, wäre ich Messias. Cubert zieht hier seine Truppen wieder zurück, wartet vielleicht auf den Stim, keine Ahnung, wobei Stim eigentlich relativ gut fertig worden wäre. Chill Snoot jetzt auch mit einem Haufen Lünge unterwegs, mal gucken, was da oben so abgeht. Und sieht vielleicht, dass hier an den Gold Rocks schon gearbeitet wurde. Kontrolliert, ob entgegengeäxt wurde. Ich denke, vielleicht hat hier GL Snoot bzw. Team GL gehofft, dass Empire und Cube das. Oh man! Nochmal von vorn. Vielleicht hat hier Aristeo. Ich geb's auf. Los, Beredo, mal kurz. Okay, also wir sehen hier Richie und Snute gegen Aristeo und Kubert. Danke, dass du die Pause gefüllt hast. Die ersten 5 Stalker sind draußen von Richie und sie bearbeiten direkt die Gold Expansion. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich genau dasselbe passieren. Nein, Kubert und Aristeo wollen ein Go versuchen. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Marines, 3 Marauder und eine Handvoll Sweetlinge gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stalker, 3 Speedlinge und 5 Schaben. Supply-Vorteil für Cubert und Aristeo. Schöner Hidden Run. Und Stim ist fertig für Cubert. Der haut natürlich jetzt volle Kanne rein. Oh, das, ich hätte nicht gedacht, dass sie den Kampf für sich entscheiden können. Nur noch 5 Stalker übrigens versuchen zu flüchten vor dem Bioball, der jetzt hier vorne steht. Kommt jetzt wieder zurück mit seinem Stalker und der Bioball, der geht Richtung Wall von GL. Ich weiß schon wieder nichts GL heißt. Good Luck Gamers oder so, keine Ahnung. Können aber nichts mehr reißen. Werden jetzt auch so eine Art ein bisschen surrounded von den Einheiten von Richie. Die können sich wieder neu sammeln und werden jetzt den Gegenpush versuchen. So denke ich mir das. Bioball zieht sich zurück und wartet auf Support von Aristeo in Form von 5 Schaben und 2 Linge, die jetzt auch versuchen, die Gold Rocks wegzuhauen. Indes hat Aristeo ja schön am Watchtower ein Ding stehen und kann ganze Sache schön beobachten, ob da was nachkommt oder nicht. Ja, das war's auch schon mit dem ersten kleinen Fight hier. Momentan denke ich, sind die Armeen sehr ausgeglichen. Snoot geht hier jetzt vor mit ein paar Lingen. Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Eventuell will er den Watchtower zurückerobern. Nein. GL Snoot hat auf jeden Fall hier von Cuba die Gold Expansion gescoutet und jetzt tut entsprechend hier Richie entgegen exen. Sehr interessant, dass hier die Nicht-Zerg-Spieler zuerst exen dürfen. Und nochmal zu dem, was ich vorher sagen wollte, nicht hinbekommen habe. Ich habe es mir jetzt auf den Zettel geschrieben und lese ab. Spaß beiseite habe ich natürlich nicht. GL Snoot und GL Richie haben sich vielleicht gedacht, wenn sie diese Echse antäuschen, nach was es ja am Anfang aussah, jetzt hoffentlich nicht, reagieren Cubert und Aristeo entsprechend und gehen auch expanden und pumpen erstmal Eco und dann können sie überraschen mit Units, praktisch so eine Art. Jetzt gehen sie vor Richtung Goldechse. Jetzt kommt der Charmen Push hier. Charmen vor, Bio Armee dahinter mit Stim. Jetzt kommt der Stim. Schöner Fungal Grove. Ja, aber immer noch 65 Supply bei Cubert, 55 bei Aristeo, Newt nur 41, Richie nur 46. Aber sie werden es wohl gerade so halten können, weil die ganzen Units schon leicht geschwächt waren. Aber die Gold Expansion ging down. Damit haben sie auf jeden Fall die Gold Expansion verhindert. Dagegen Cubert hat seine Gold Expansion jetzt stehen. Also warum? Also Cubert hat die Gold Expansion stehen, aber ich verstehe nicht, warum er da eine Kommandozentrale baut und keine planetare Festung. Bei der Planetaren Festung würde ich mir sicherer vorkommen. Weil ich immer Angst hätte, dass von der rechten Seite flankiert Einheiten, zum Beispiel Bailing, einfach mal reinrollen und alles platt machen. Außerdem hat er noch keine Electronic